Was geht's, YouTube? Hier, welcome back, Boys, zu Tag 41, wenn ich richtig habe. Ich bin mir nicht sicher, Digga. Ich hab's mit den Tagen nicht mehr so. Ich kann bis ungefähr 12 zählen danach. Kritisch bei mir auf jeden Fall. Aber heute steht Brust an und das ist verfickt nochmal geil. Und das ist nicht das einzige Geile. Das andere Geile, was wirklich auch noch geil ist, ist, das Gym wurde umgebaut. Wir haben jetzt eine viel größere Fläche. Das Ganze sollte angeblich. Sieht geil aus. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich war noch nie an einem neuen Ort, weil es ist jetzt, ihr müsst euch vorstellen, davor waren wir im oberen Stock und jetzt sind wir im unteren Stock. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gehypt. Ja, ich würde sagen, Digga, scheiße, was rumgelaufen, aber wir gehen direkt. Also Leute, wir gehen runter. Ich sehe nicht mehr als ihr seht. Irgendwie sehe ich hier nichts bis jetzt. Hä? Hier? Oh, hier. Okay, also gebt euch das mal. Alter, das sieht schon richtig geil aus, ne? Da kann man sagen, was man will. Das sieht wirklich, wirklich fresh aus. Also es sind immer noch die gleichen Geräte, aber sieht schon geil aus. Und da wir heute Brust haben, starten wir rein mit was starten wir überhaupt rein? Digga, ich hab's vergessen. Genau, mit einer Incline-Presse. Ich hab das gewusst, ich habe nur so getan, als hätte ich es vergessen. Die ist da drüben. Wir haben sie gefunden. Das wird jetzt zuerst auch mal der Struggle sein. Die ganzen. Okay, ihr verpisst euch. Die ganzen Geräte zuerst mal jetzt so wieder zu finden, weil. Ja, aber es sieht geil aus. Sieht auf jeden Fall geil aus. Okay, das waren 7, wenn ich nicht so dumm bin zum Zählen, wo die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 35% liegt. Also, dass ich es richtig habe. 65% ist, dass ich nicht zählen kann. Aber naja, egal. Weiter geht's. Alter, die Scheiße ist hart. Aber geil, ich fühle die Maschine. Finde die geil. Richtig geil, denn ihr habt auch gehört. Die Scheiße war intensiv. Aber intensiv geil. Nicht so ein intensiv Scheiß, sondern intensiv geil, Digga. Und genau so geht es auch weiter. Mit der gleichen Maschine einfach in Lower. Also die ist ja Opa für die obere Brust. Weil wir drücken ja nach oben, das ist für die obere. Bisschen nur mittlere, aber eigentlich praktisch nur obere. Jetzt gehen wir weiter an die Decline. Die ist für die untere und mittlere, hauptsächlich untere. Aber weil wir bei beiden ein bisschen mittlere dabei haben, brauchen wir nicht eine extra Übung noch für mittlere. Ugh!
Okay, weiter geht's jetzt hier. Beziehungsweise weiter geht's hier nicht, sondern wir müssen jetzt nach oben. Dort, wo das Gym davor war, weil irgendwie ist das Gym jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Der eine Teil ist hier unten der Kraftbereich und der andere Teil ist oben der, keine Ahnung, nicht Kraftbereich, aber irgendwie sind trotzdem ein paar Kraftmaschinen sind noch oben und irgendwie, ich bin verwirrt. Aber jetzt geht's zu den Fleiß. Die altgewohnten, altbeliebten, altguten Nautilus-Flies. Ich liebe die Übung, Alter. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde die Übung einfach geil. Weil es eine Fly ist, wo wir halt, wie gesagt, das Gewicht hier haben, nicht in den Händen. Somit angenehmer ist für die Schultern, Ellbogen und man ja weniger falsch machen kann. Eigentlich ist es einfach nur ein Zusammendrücken. Das ist der Grund, wieso ich diese Übung sehr gerne mache. Und ja, ich habe meinen Plan, aber sie ist verfickt nochmal geil. Aber das Training neigt sich jetzt hier schon des Endes zu. Zum Ende zu? Ich kann kein Deutsch. Aber wir sind gleich durch. Das ist, was ich sagen will. Wir haben noch einen Satz, nämlich hier an den Fleiß. Danach geht's ins Posing. Aber etwas will ich jetzt an dieser Stelle hier noch ansprechen. Und zwar Not Vegan. Meine eigene Kleidermarke, die ich jetzt im Moment am Aufbauen bin. Für alle, ich kriege extrem viele Fragen von euch. Ey, wo kann ich das kaufen? Was sind die T-Shirts? Was kosten die T-Shirts? Wo finde ich die? Was sind die Designs? Bla bla bla. Leute, ich bin am Aufbau. Ich bin mitten im Aufbau dieser Kleidermarke. Im Moment könnt ihr noch nichts kaufen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist in den WhatsApp-Channel gehen. Da ist ein Link in der Beschreibung des Videos. Oder ihr geht auf not-vegan.com und dann geht ihr in meinen WhatsApp-Channel rein. In den Not-Vegan-WhatsApp-Channel. Da kriegt ihr die ganzen neuesten News. Vielleicht, ich habe mir hören und sagen lassen, dass da vielleicht auch irgendwann exklusive Rabattcode drin sein werden. Aber das Geilste, finde ich, daran ist, in dem Channel werdet ihr mitentscheiden dürfen, wie die Designs werden, was in der Marke, ich werde da Fragen drin stellen und ihr könnt entscheiden, wie die Marke geht, in welche Richtung sie geht, was für Sachen wir rausbringen und alles, weil diese Marke soll nicht nur, diese kleine Marke soll nicht nur etwas von mir sein, sondern etwas von uns allen, von uns Leuten, die einfach Fleisch lieben, Training geil finden und einfach auch so ein bisschen aus Prinzip, weil jeder Veganer, der kommt in die Presse so, hallo, mein Name ist Florinus und ich bin vegan, so. Und das fuckt ab. Und daher einfach aus Konterspiel sind wir einfach Not Vegan. Und alle, die sagen, ey, du bist vegan, veganophob und alles, bla bla bla. Digga, nein. Es ist doch nicht veganophob oder irgendwie gegen Veganer, wenn ich sage Not Vegan. Dann wäre es das gleiche, wenn ich sagen würde, wenn du sagst, dass du vegan bist, dass du dann Fleischesserfeind bist. Nee, ist man nicht. Es ist einfach eine Orientierung, eine Ausrichtung. Heutzutage ist alles möglich, ihr wisst. Nee, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es einfach ein richtig geiles Projekt. Ich habe da richtig Bock drauf und ich habe auch Bock, das eben, wie gesagt, mit euch zusammen zu machen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Ideen, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder vor allem, kommt in den WhatsApp-Channel rein, weil da seid denn ihr wirklich die Leute, die die Marke bestimmt. Und Alter, es wird geistkrank. Ich will nicht so viel, es wird aber geistkrank. Aber jetzt, was auch krass wird, wird der Ersatz. Digga, dieser Übergang ist so bodenlos. Okay, Alter, das war's, wir sind durch. Ah, und was ich nur sagen wollte zu Not Vegan, ihr könnt da auch noch gerne auf Insta reinfolgen, insta@notvegan.com. Also ganz simpel könnt ihr reinfolgen, da gibt's auch immer geile Reels, die ich poste.
Und das Beste daran ist, ihr könnt diese Reels euch abspeichern und all euren veganen Kollegen, sind es wahrscheinlich nicht, aber allen veganen Menschen, die ihr kennt, dann schicken und die triggern. Und das ist geil. Okay, Posing. Aber vielleicht sogar das Geilste an der neuen Fläche ist, dass wir hier die Erlaubnis haben, uns auszuziehen. Ihr seht, hier sind wir jetzt im Kurzhandelbereich. Ihr seht die Kurzhandel nicht, das liegt daran, dass die hier vorne sind. Aber wir dürfen uns jetzt ausziehen und das ist wirklich geil. Ich finde auch hier die Kulisse finde ich noch cool, Dicker. Kann man nichts sagen. Wir gucken uns den Tittenpump auf jeden Fall mal an. Alter, die Form zieht langsam ja wirklich an. Also man kann sagen, was man will. Ich hasse es, wenn die Hose runterrutscht. Das passiert immer, wenn ich mein Handy da drin habe. Man kann sagen, was man will, aber die Bauchmuskeln, alles. Die Shreds. Langsam, Alter. Ist crazy, ist absolut crazy. Aber die Brust auch, guck dich das an. Bäm, Alter, seht ihr das? Boah, Junge, dieser Brustpump. Legendär. Irgendwie kriege ich hier meine Schultern nicht so weit hinter, wie ich sie kriegen will. Vielleicht muss ich da mal irgendwie Psychotherapie oder wie immer die Scheiße heißt. Wenn ich da weiter hin, nach hinten gehen könnte, weil hier zum Beispiel kann ich das, komme ich hier weiter nach hinten irgendwie. Und da sieht die vordere Brust da besser aus, aber hier kriege ich das auf der Seite irgendwie nicht hin. Aber dafür sieht die Brust hier auf der Seite viel krasser aus. Digga, diese Striations, ne? Bam! Ich würde sagen, wir hauen auch noch einen Doppelbizeps rein, einfach weil, ja, wieso nicht? Alter, also die Form, das ist, glaube ich, einfach das Highlight von meinem Leben im Moment. Digga, dass die Form so anzieht, weil die Trainings, ich bin euch ganz offen, ich bin euch ganz ehrlich, die Trainings werden schlechter. Also wir können auch noch den Rücken angucken natürlich. Ja, keine Ahnung, ich der besten Pose. Ja, weiß nicht, ob das gut war. Auf jeden Fall, die Trainings werden schlechter, weil wir haben halt weniger Kohlenhydrate, wir haben weniger Kalorien im Allgemeinen und das, bam, das verschlechtert natürlich die Trainings, weil wir halt einfach weniger Energie haben. Aber dann nach dem Training den Pump anzugucken, wenn er so fett ist, Alter, das macht auf jeden Fall alles wieder gut, bin ich euch ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video hier in dem neuen Teil des Gyms gefallen. Nur gibt es da ein Ding, was ich aber jetzt noch nicht verrate. Dafür müsst ihr, ich weiß nicht, morgen reicht vielleicht? Morgen oder übermorgen müsst ihr dafür reinschauen, dann seht ihr das. Ist auch noch was Großes, was vielleicht, scheiß drauf. Ich würde sagen, an dieser Stelle war's das von mir. Folgt rein an alle, die noch nicht folgen, Glocke aktivieren, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und jedem Einzelnen von euch, egal ob ihr mir folgt, geliked habt, die Glocke aktiviert habt, scheißegal, jeder, der bis hier geschaut hat. Digga, ich wünsche euch allen einen fetten, geilen Pump in eurem nächsten Training. Haut rein, peace.